So, damit willkommen zurück zu Kingdoms and Castles. Ein Dragon ist gesightet. Das ist natürlich sehr exciting. Das ist schön. Mal gucken, ob der aufs Maul kriegt. Das ist ein größerer Drache, ne? Kann das sein? Kann das sein, dass der größer ist als der andere? Der andere war doch, der war ein bisschen knuffiger. Der hatte, glaube ich, keine von diesen, keine von den Zacken aufdrücken. Ha. Das ist ja schön. Nicht, dass der mir jetzt alles kaputt macht. Ja, das ist nur der Köhler. Der brennt, glaube ich, immer. Der Köhler muss brennen. Ansonsten sieht das nicht aus. Das ist aber tendenziell uncool. Sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Machen wir das mal so. Ich habe eigentlich nicht genug Leute dafür, glaube ich. Ja, und nicht genug Holz, das auch. Aber ich habe hier 238 Leute. Ich brauche mehr. Und ich glaube nicht, dass Häuser gerade im Bau sind. Ich bin mir gerade mal nicht sicher. Ich hätte gedacht, dass nicht. Naja, sind anscheinend nicht. Da noch ein Haus sind vielleicht. So ein richtiger Klopper. So, mal hätte ich genug Holz, ja. Die sind da schon am Arbeiten, ne? Genau. Der andere Holzfäller ist kein Holzfäller. Hier. Der existiert auch fantastisch. Das Lager ist auch da, ne? Wird auch benutzt. Das ist gut. Der Drache haut ab. Feigling. Ich will, dass das Ding stirbt. Ja, es ist ein größerer, der ist größer. Was auch irgendwo logisch ist, weil, ne? Der hier, die. Schwierigkeit soll natürlich auch ein bisschen steigen. Ist irgendwo erkennbar und nachvollziehbar. Aber, naja. Es ist ja, wie es ist. Noch eine Taverne bringt aber auch nicht wirklich was, oder? Weil der hat nur einen gewissen Radius hier. Okay. Doch, wenn ich hier oben eine Taverne hinkloppe. Und, noch Häuser. Kann ich dazwischen werfen, ne? Mal so gesehen. Theoretisch. Ich würde hier oben gerne eigentlich die Felder behalten, damit ich darauf Zeug anbauen kann. Aber eine Taverne hier oben wäre natürlich auch Deluxe. Könnte ich sogar hier draußen noch Häuser machen, eventuell. Der Brunnen steht halt nur etwas ungünstig jetzt. Den könnte man einen noch hier rüberziehen, das wäre super. Machen wir das. Die steht, glaube ich, jetzt falsch rum, aber ist egal. Der Brunnen darf man tatsächlich weg. Ich hätte erst einen neuen bauen sollen. Die, genau jetzt bricht den Feuer aus. Da gehe ich ganz stark von aus. So. Natürlich bricht genau jetzt ein Feuer aus. Oder hätte ich aber hier gerne noch ein Haus. Was mache ich dann gleich? Nachdem hier nochmal ein bisschen Weg durchgelegt ist. Ja, machen wir es mal so. Kann sogar am Ende noch ein Haus hin. Hier müsste ich eigentlich wieder rüberziehen. Aber es heißt müsste. Es wäre hübsch. So. Und darum geht es ja. Ne? Darum, dass es hübsch aussieht. Das ist wichtig. Vikings. Von, natürlich von der Seite. Und es sind 6 Stück. Natürlich von der Seite, die noch nicht ordentlich beschützt ist. Es ist typisch. Es ist äußerst typisch. Ich glaube, das Spiel denkt an der Stelle ein bisschen mit. Und das ist nicht gut. Oder es wechselt einfach die Position durch. Das geht natürlich auch. Weil, ne? Oh, ich habe eitle Leute. Das ist, weil, die haben von oben angegriffen. Von hier angegriffen. Finde ich hier, glaube ich, noch nicht. Aber hier unten halt auch noch nicht, ne? Deswegen sind sie jetzt hier wahrscheinlich da unterwegs, weil sie eben da noch nicht gewesen sind. So, wo ist er? Da ist er. Problem ist, dass unten jetzt nicht viel Verteidigung ist. Tatsächlich nicht viel. Da bin ich im Moment kein Fan von. Ist der weitere Hero mal hier gebastelt? Nee, ne? Na komm, wo ist denn? Da ist er. Das ist nicht gut, überhaupt nicht. Ah, das funktioniert zwar, aber tja, überzeugend sieht anders aus. Haut er ab, weil er keinen Bock mehr hat, oder was ist da los? Der hat keinen Bock mehr. Vielleicht doch. Ich bin auch noch unschlüssig. Ich meine, ich habe ein bisschen Verteidigung hier. Also war noch nicht so viel, wie es sein könnte. Überhaupt nicht so viel, wie es sein könnte. Aber wo will der hin? Ha. Und warum brennt hier plötzlich alles? Das ist ein bisschen uncool. Ja, naja. Ich muss mir die Meldung nachher genauer anschauen. Was da alles niedergemäht wurde, was nicht. Der ist tot. Sehr gut. Ja, ich brauche eine ordentliche Mauer, ne? Würde ich sagen, von allen Seiten. Das ist schmerzhaft hier. Die ganzen schönen Häuser, wirklich. Schöne Häuser eigentlich. Das ist schmerzhaft. Löschen bringt jetzt auch nichts mehr. Was war das hier? Rubble. Was war das hier? Auch Rubble.
Cottage Rubble. Ist es alles Cottage Rubble? Castle Block Rubble. Nee, das ist alles schon richtig hier. Cottage. Das ist eine Cottage hier, ne? Genau. Was war das hier dann? Well Rubble. Yeah. Well Rubble, yeah. So. Man kennt das Lied von Billy Idol. Aber ich habe zumindest Holz. Trotzdem ist es hier tendenziell sehr doof, gerade mal. Das war ein Haus, ne? Das war sehr doof. Cottage. Ich könnte hier fast ein ordentliches Haus hinkloppen. Chop. Machen wir dann ein ordentliches Haus hin. Was ist das hier? Cottage, 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 Cottage. Hm. Können wir dann auch ein ordentliches Haus machen? Im Sinne von ein großes. Wir haben jetzt alle kein Zuhause hier. Das ist tendenziell doof. Wobei das auch... Ich mach mal zwei mittlere hin. Hier, zwei Cottages. Wieder. Es scheint mir doch sinnvoller. Aber... Eins davon kloppe ich, glaube ich, nach hinten, oder? Ich überlege nämlich, ob ich hier auch noch eine Taverne mache. Weil wenn die Dinger auch nicht Stimmung bringen, machen wir das. Dann mache ich das mal lieber. Tavern. Oder die Taverne. Ah. Doch, wenn ich das jetzt so, schon so angeordnet habe. Cottage, das ist Wall. Dann mache ich das doch direkt so, wie es denn geplant war. Fantastisch. Sieht sogar hübsch aus. Demolish? Demolish. Demolish. Die Mauern haben halt... Na gut, die haben den dicken Onkel ein bisschen ferngehalten, ne? Nicht genug, aber ein bisschen. Ha. Huh. Begrenzt überzeugend bisher. Aber ich tue so, als würde ich mir Mühe geben. 235 Leute. So ein paar sind sehr ohne Heimat hier. Hm. Bla bla. It took too long to store our harvest. Natürlich. The peasants are miserable. We should make sure they are at least fed. Ja. Hm. Gut, Jay. Sie weiß nichts. Sie ist strunzdoof. Ich kann zumindest für bessere Stimmung sorgen. Happiness 12. 12. 12 war das eben. Holy Camoli, das ist mal erheblich. Warum sind es nur 8? Achso, weil die nichts zu essen haben. Das ist doch kein Grund. Hallo, das ist eine Ausrede. Essen. Pff. Als ob das irgendwie wichtig wäre. Pff. Pff. Was haben die für Ideen? Oh, na. Ich glaube, ein Brunnen da oben bringt tendenziell wenig. Das wäre trotzdem schön. Aber die haben noch Essen jetzt. Ein Riesenbatzen voll. Jetzt ja, das ist das Problem. Eben noch nicht so. Ah, sieht cool aus, wenn das hier alles entsteht. Ich finde das super. Ich mag die Animation. Es hat was. Das ist hübsch. Ist zwar simpel gehalten, aber es ist... Das Haus ist nicht einfach sofort da. Jetzt habe ich noch mehr Futter hier über. Was ich, glaube ich, gerne hätte, ist, dass man einzelne Gebäude noch so ein bisschen erweitern und upgraden kann. Und dass man auch mehr strategische Tiefe in Sachen Militär hat. Dass man... Na gut, ich habe eh noch keine Kaserne. Ne? Von daher, ich habe eh keine Leute. Aber dass man da vielleicht ein bisschen mehr machen kann, als man jetzt machen kann. Ich gucke gleich mal noch mal genauer, wie das dann überhaupt aussieht. Das bringt... Das ist größer, als ich dachte. Ah. Das höre ich selten. Ja. Das hat einen Radius, ne? Nee, warte mal. Hat das einen Radius? Nö. Wo mache ich das mal hin? Dahin vielleicht. Mach ich das hier einfach mal weg. Das Haus. Kloppt es dahin. Das wäre total heldenhaft. Vielleicht auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Steine hier, ob ich die, ich sollte die mal sprengen, ne? So nach und nach. Oh, das reicht nicht. Das Holz reicht vor allem nicht. Das andere geht. Ich brauche mehr Kohle, glaube ich. Wenn man das ja noch frei macht... Kann man da sicherlich noch schön Quatsch machen. Ich habe fast wieder alle Betten hier zur Verfügung gestellt. Es fehlen halt tatsächlich nur Häuser. Also noch mehr. Ich muss mehr Häuser bauen. Wir müssen Hütten bauen. Ja, kann ich mal hier irgendwo noch zwischendurch mal was rankloppen? Vielleicht. So zweite Reihe vielleicht. So, machen wir es so. Nicht, dass zweite Reihe schlechter wäre, aber es ist halt zweite Reihe. Da auch nochmal so ein einsames Häuslein. Hier können wir auch noch zwei einzelne hinwerfen. Ja. Ist nur blöd, wenn es dann brennt, dann brennt es halt überall. Gefühlt. Dann kann das ja dann mal schief gehen. Ich habe noch immer keine eitlen Leute hier. 4 sind eher weggelaufen, weil sie halt wahrscheinlich keine Hütte haben.
Und hungertechnisch habe ich jetzt, da ist schon ein bisschen was auf dem Weg hier. Da liegt ordentlich was auf dem Feld. Wahrscheinlich sogar ein bisschen zu viel des Guten, weil das Ding ist bald voll. Ja, das Ding ist gleich voll. Mist. Das heißt, sie können das gar nicht mehr ordentlich loswerden. Ich brauche mehr Lagerplatz für Essen. Dass das so weit kommen konnte, ne? Das ist uncool. Mache ich das mal hin? Hier oder was? Ja, das wäre auch eine Variante, dass sie von hier einfach dann hochlatschen. Das wäre auch okay. Dass sie dann mal so einen großen Dingens haben. Ich chopp da mal zwei Felder weg. Machen wir das mal. Dann haben die auch von oben hier eine bessere Erreichbarkeit. Von dem Klimbim. Ich habe 225 Leute. Ha. 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 Begrenzt überzeugt von allem, was hier so passiert. Ich brauche mehr Holz. Da sind aber schon ordentliche Leute bei, oder? Basecrempel. War hier nicht das mit dem von wegen erfahrenen Leute? Oh, die haben Werkzeuge. Ja. Ich brauche mehr Kohle. Tja, so Pech. Da fehlen auch Steine. Hier so ein Block. Und natürlich ein Gate. Sonst geht hier gar nichts. Hier rum, das ist vollkommen Schnuppe, ne? Ja. Haben wir das zu fast allen Seiten? Hier kommen sie, weil sie sind durch den Wald gelatscht, ne? Das heißt, ich habe hier eventuell Probleme da vorne. Hier müsste ich das noch zumachen, also wirklich zumachen. Ansonsten wird es doch ein bisschen abgeschlossener, wenn auch ein bisschen groß das Ganze. Aber wenn das so funktioniert, dann habe ich da kein Problem mit. Dann kann das ruhig ein bisschen größer sein hier. Dann habe ich da absolut kein Problem mit. Und hier können sie anscheinend rüber. Gefällt mir nicht. Machen wir da noch einen Turm hin. Ja, die rennen einfach kurz und quer. Die Typen hier. Es geht ja mal überhaupt gar nicht. Rüpelei. Frechheit. Achso, sterben Leute. Das ist tendenziell doof. Es haben mehr Leute Platz jetzt wieder hier. Bla bla. Granary, ja. Food. Ja, Food haben sie zu essen, aber... Was, Food haben sie zu essen? Food haben sie genug, wollte ich sagen. Essen haben sie zu essen. Aber ich befürchte mal, ich muss nochmal mit einem weiteren Holzfäller arbeiten. Vielleicht hier hinten. Dass man da direkt noch Kohlemenschlein direkt neben kloppt. Wäre eine Variante. Problem ist nur, dass ich hier im Moment... oder nee, ich mache das hier weiter. Dass sie hier das direkt machen können. Dass sie hier die Produktion ein bisschen ausweitet. Wobei, an sich würde ich das auch gerne noch weiter außerhalb haben. Vielleicht machen wir das hier unten. Na klar, könnt ihr da direkt Kohle machen, könnt ihr das von hier aus dann beziehen. Ne? Beziehen wie so ein Bett, man kennt das ja. Dann geht das. Wobei ich eine Barracks auch sehr gerne hätte. Muss ich ja mal sagen. Die Frage ist halt nur immer, wohin mit dem ganzen Klimbim. Na klar kann man das hier oben hinwerfen. Da so. Weil der Ding halt ist schon nicht unbedingt klein. Jetzt habe ich da halt eine Taverne gebaut. Jetzt will ich da natürlich nicht nur alle Baracke stehen hier. Hier haben wir hier eine olle Kaserne. Und außerhalb ist auch eigentlich tendenziell eine blöde Idee. Aber die Frage ist, wohin denn sonst? Hier wahrscheinlich. Das würde ganz fantastisch passen, aber die schaffen es ja nicht mal hier. Was? Ah, das Zimmer. Aha. Dann hau ich das Ding doch dahin. Das wird zwar knelle voll hier. Ich muss mal gucken, ob ich hier noch irgendwie einen anderen Weg langlegt. Aber vielleicht funktioniert das dann ja besser. Das heißt aber auch, dass ich da nochmal was wegmachen muss. Und zwar mit... Mist. Mit nicht genug Krempel. Zack. Die machen doch denn erzählen nur das... Die haben nicht genug Holzkohle. Ich habe einfach nicht genug Holzkohle. So ganz und überhaupt gar nicht. Also Tennis hält sehr doof. Das heißt, ich werde einen Weg hier langlegen. Mach hier einen Holzfäller hin. Ja, Holzfäller. Forester. Forester Gumper. Mach so ein Stockpile hier nach außen hin. Und nach innen. Machen wir den nach innen. Oder Köhler. Der Stockpile sollte drinnen sein. Er sollte beschützt werden.
Machen wir das. Und der Kühler, der ist denn bitte, Chocolate Maker, der bleibt draußen. Der kriegt keinen extravaganten Platz hier. Der muss draußen bleiben. So leid es mir tut, aber der ist nicht so wichtig. Ja, naja, naja. Die Mauer muss auf jeden Fall höher. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das baut mir wieder keiner hier. 12 neue Leute. Ich bin ausgemaxt. Das, okay, ich habe jetzt ein bisschen viel Geld ausgegeben. Ich hätte ein neues Haus bauen müssen. Ein bisschen sehr. Meine Prioritäten sind manchmal ein bisschen eigensinnig. Nennen wir es mal so. Okay. Ey, Holzkohle, ne? So was von Holzkohle. Das kannst du niemandem erzählen hier. Ich brauche sowas von... Ich brauche Holz und Kohle. Oh, warte mal, ich habe hier keinen Brunnen. Okay. Das rächt sich ein bisschen. Ja, das geht gut. Das ist denn sehr doof. Hä? Machen wir es dahin. Das ist ungeil. Mist. Na gut, war im Moment eh in dem Sinne einer zu viel. Ich habe genug zu futtern gerade mal. Aber schön ist es trotzdem nicht. Und die werden nicht... Ah, ich habe... ich muss Steuern zahlen. Ich muss Steuern zahlen lassen. Die Happiness ist aber mal ganz durch die Decke hier. Wow. Haha. Wahrscheinlich, weil sie genug zu essen haben. Wahrscheinlich, weil sie überall jetzt eine Taverne noch stehen haben. Vermute ich mal. Happiness. 8 Happiness wegen einer Taverne. Fantastisch. Die kommen mit ein bisschen mehr Geld noch. Warte mal. Also 3 Stück vielleicht. Ich weiß nicht, ob die damit überall hinkommen. Ich vermute mal ja. Es gibt zumindest keinen Einzugsbereich, an dem hier rumgewerkelt und klamüsert wird. Da sind sie gleich dabei. Fantastisch. Ja. Wie fleißig sie alle hier tragen. Das ist schön. Ich finde das gut. Und kann ich mir ein Haus leisten mittlerweile? Ein anderes? Nee, ne? Ich wollte hier, Granary basteln. Ne? Eine größere. War das nicht so? Eine Granary. Wobei ich mir im Moment nicht sicher bin, ob das wirklich der sinnvollste Platz dafür ist. Takes wheat and charcoal and turns it into breads. Stores the bread until it's eaten. Ja. Also ich wäre ein Markt irgendwo... Was weiß ich, dass man hier draußen irgendwie noch ein Wohngebiet macht. Das würde sich zumindest vom Boden her anbieten. Dass man da dann irgendwie noch einen Markt hat. Irgendwas, was man dann schön ein bisschen sinnvoller machen kann. Dass man dann nochmal, also wirklich ein Gebiet macht. Aber eigentlich ist das auch nicht der sinnvollste Ort hier, ne? Eigentlich müsste ich das müsste ich tatsächlich eher hier machen. Mach mal das da hin, na klar. Kommt da ein Haus hin? Kommt hier die Granary hin? Wobei die Taverne jetzt ein bisschen ungünstig ist, aber naja, das geht. Das geht. Das klingt wie ein Lied von Rammstein. Das geht. Das geht. Also ja, du hast Mist. Alte Menschen sterben, ja. Die Happiness ist ein bisschen gesünkelt. Das sieht so offen aus hier. Das ist ungewohnt. Da ist so viel Platz. Ja. Und Nahrung, da liegt noch was auf dem Feld. Das ist natürlich uncool. Wobei, die wird wahrscheinlich gleich zerstört, oder? Vermute ich mal. Das ist schon hübsch. Ich mag den Stil. Wie gesagt, ich glaube, dass ich allerdings schon viel des Spiels mittlerweile gemacht habe. Das heißt, so die strategische oder aufbautechnische Tiefe des Spiels. Ich weiß nicht, wie tief die insgesamt ist. Gefühlt nicht so ewig knalletief. Dafür kann man halt wirklich zu wenig verschiedene Sachen bauen und vor allem irgendwie managen auf längere Sicht. Aber ne, für das, was es ist, das macht es schon ziemlich ordentlich. Und ich weiß ja nicht, ob der neue Content und sowas dann noch mit dazu kommt. Dass man da noch irgendwie... Dass man Projekte hat, irgendwelche Langzeit-Motivationsprojekte hier. Oder halt zum Beispiel sowas, dass da irgendwelche Szenarien sind und sowas. Dass man sagt, ey, das ist die Grundlage. Du Spieler, mach doch mal bitte das und das. Ne? Also ein typisches Szenario im Sinne von, ey, du hast eine Vorgabe, mach was draus. Das gibt's ja auch ganz gerne mal bei dieser Art von Spiel. Ich glaube, ein einigermaßen okayer Vergleich ist dann sowas wie Stronghold und Anno. So ein bisschen. So ein Mix aus beidem.
Was ein bisschen seltsamer Mix ist, aber naja, man kann es mixen. Und beide haben halt mehr Tiefe in dem Sinne, soweit ich das in Erinnerung habe. Zumindest bei Anno bin ich mir sehr sicher, weil die Serie kenne ich doch ziemlich gut. Stronghold eher, also ein bisschen mal gespielt damals, irgendwie den ersten und den dritten Teil so ein bisschen, aber nie in dem Sinne extra intensiv, als dass ich da jetzt Ahnung von haben würde. Aber will ich die Kaserne wirklich dahin kloppen? An sich gerne schon, wobei das hier halt auch ein Deluxer Platz für eine Kaserne wäre, ne? Mal so gesehen. Wenn man die Bäume jetzt hier noch wegknüdelt, machen wir da eine Kaserne hin. Das passt dann wenigstens. Ist irgendwie schöner. Hier, das ist so zu dann. Ich mache nochmal noch einen Weg hin, glaube ich. Einfach mal so. Und es ist einfach zu hier.